Schon etwas länger auf dem Markt und von vielen regelrecht gehypt. Die Libratone Air Plus in der zweiten Generation. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was ist dran am Hype? Und nun habe ich mir die Teile auch endlich mal geordert. Was ihr meiner Meinung nach für einen aktuellen Preis von 199 Euro geboten bekommt, das erfahrt ihr gleich wie gewohnt kompakt zusammengefasst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und auch ich habe mir nun endlich mal die Air Plus 2 angehört. Ein Video dazu stand schon länger auf meiner To-Do-Liste und auch von euch kamen immer wieder Fragen danach. Here we go. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst gerne etwas Liebe und Support in Form eines Abos da. Das sind sie nun also, die Libratone Air Plus 2 und ich muss schon sagen, die gefallen mir vom Design ziemlich gut. Es sind vom Aufbau her klassische In-Ear-Kopfhörer und ja, wenn man es grob betrachtet, haben sie die typische AirPods-Form, gehen aber dennoch ihren ganz eigenen Weg von der Optik. Einen eigenen Weg geht auch das Case, und zwar beim Öffnungsmechanismus, der mein Gehirn immer wieder zum Umdenken zwingt. Normalerweise öffnet man so ein Case an der schmalen Seite und klappt es nach oben auf. Anders aber hier. Dort wird der große Teil geöffnet und fast die komplette Front nach oben geklappt, sodass die Kopfhörer schön präsentiert und leicht entnommen werden können. Ich finde das sehr gelungen, aber dennoch greife ich noch immer erst zur falschen Seite. Farblich kann man sich hier austoben zwischen Schwarz und Weiß, wobei beide Farben live nicht ganz so rüberkommen. Schwarz wirkt je nach Licht eher dunkelblau und Weiß eher cremefarben. Da hätten so ein paar fancyige Namen wie Ocean Kiss Dark oder Creamaholic White vielleicht besser gepasst. Passend ist hingegen der Tragekomfort in meinen Ohren. Die Air Plus 2 sitzen sehr angenehm leicht und dennoch ausreichend fest, sodass man sie auch ohne Probleme beim Sport nutzen kann. Sie sitzen bei mir sogar so gut, dass ich sie nach einiger Zeit regelrecht vergesse. Während des Tragens sieht man von den Kopfhörern eigentlich fast nur den Steg. Sie wirken dadurch sehr klein und schmal. Vor Wasser sind sie nach IP54 geschützt und haben mit Regen oder Schweiß so keinerlei Problem. Interessant finde ich die Möglichkeit, die Kopfhörer mit bis zu drei Geräten zu verbinden. Das Ganze erfolgt per Bluetooth 5.2 und per Tastendruck kann das Gerät dann gewechselt werden. Umgesetzt wird die Steuerung dabei über Touchflächen an den Kopfhörern. Was genau mit welcher Tippgeste gesteuert wird, kann in der Libratone App selbst bestimmt werden. Die App ist modern gestaltet und übersichtlich aufgebaut. Die wichtigsten Einstellungen zum ANC und dem Transparenzmodus findet man gleich auf der ersten Seite. Ähnlich wie auch bei den AirPods Pro kann hier auch ein Passformtest gemacht werden, bei dem die Abdichtung im Gehörgang überprüft wird. Auch den Klang kann man etwas anpassen. Dazu stehen neben einer automatischen Funktion auch drei Presets zur Verfügung, von denen mich die Extrabass-Funktion recht stark angelacht hat, denn die Werksabstimmung ist etwas neutraler gehalten. Für den klanglichen Vortrieb sorgen überraschend kleine 5,3 mm dynamische Treiber und das im Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz. Schön ist hier neben AAC auch die Unterstützung von aptX als hochauflösenden Codec. Die Abstimmung gefällt mir bis auf eine Kleinigkeit wirklich gut. Die Höhen sind weich und offen, die Mitten warm und präsent. Lediglich der Bass könnte für meinen Geschmack noch etwas mehr Druck im Tieftonbereich haben. Das Klangbild der Libratone Air Plus 2 ist damit etwas weicher im direkten Vergleich mit zum Beispiel den Sony WF-1000 Mark IV. Dabei liefern sie aber eine erstaunlich hochauflösende Performance im Hochtonbereich und einen sehr stimmigen Mittenbereich. In der maximalen Lautstärke würde ich sie im oberen Bereich sehen und als durchaus laut beschreiben. Leise wird es hingegen dann beim ANC. Die Air Plus 2 besitzen einen Komfortmodus, bei dem Geräusche automatisch erkannt und die aktive Unterdrückung dementsprechend angepasst wird. Manuell kann das ANC aber auch eingestellt werden und das sogar in bis zu 30 kleinen Schritten. Ohne Musik ist es dabei angenehm rauscharm. Man hört zwar bei aktiver Geräuschunterdrückung ein sehr leises und weit entferntes Rauschen, das mich aber zu keiner Zeit gestört hat. Einordnen würde ich sie von der Effektivität dabei im oberen Mittelbereich. An die Marktführer kommt das ANC nicht ran, ist aber auf jeden Fall ein Mehrwert und kommt überraschend gut mit Wind klar. Auch ein Transparenzmodus ist hier am Start, der ebenfalls zu den rauschärmeren gehört, für meinen Geschmack aber die Umgebung noch etwas lauter darstellen könnte. An Akkulaufzeit gibt es hier bis zu 6 Stunden und 18 weitere Stunden warten im Case, sodass man auf eine Gesamtlaufzeit von 24 Stunden kommt. Das Case kann entweder per USB-C oder Wireless Charging wieder mit Energie befüllt werden.
Zum Schluss hören wir uns auch noch die Telefonqualität der AirPlus 2 an. Verwendet werden dafür zwei Mikrofone und auch laute Umgebungen sollen dabei erkannt und ausgeblendet werden, sodass man dementsprechend gut verstanden wird. Fazit: 199 Euro kosten die Libratone AirPlus 2. Klanglich gefällt mir die sehr klare und ausgeglichene Abstimmung sehr gut und auch mit dem Bass habe ich mich per externem EQ arrangiert. Damit passt es nahezu perfekt. Kleinere Abstriche muss man hier und da machen, aber das Gesamtpaket ist für mein Empfinden ansonsten sehr gut. Links findet ihr in der Videobeschreibung, falls euch die Teile nur neugierig gemacht haben. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios! Für dich hat das Gesamtpaket gerade nicht gepasst? Dann schau doch mal in diesen Videos vorbei. Vielleicht ist da etwas für dich am Start. Ansonsten Kohle gespart.